Herzlich willkommen bei unserem gemeinsamen Spiel Medieval Dynasty. Schön, dass ihr wieder dabei seid und wir sind heute wieder in der Nacht. Zwischendrin haben wir festgestellt, dass wir noch ein paar Holzstämme brauchen. Die haben wir mal kurz weggemacht. Und damit wir ein bisschen heller bekommen, legen wir uns noch ein paar Minuten ins Bett, aber vorher gehen wir natürlich ins Wasser. Ja, dann sind wir schon wieder ein bisschen sauberer. Und lass uns ein bisschen schlafen, um halt den Tag frisch und gestärkt anzugehen. So. Und herzlich willkommen bei dem nächsten Tag. So, hier sind wir ein bisschen aktiv gewesen. Ich habe mir ein paar Bäume abgehakt. Das sieht man hier in der Richtung, denn wir brauchen Platz für ein neues Haus. Vielleicht schaffen wir das hier, vielleicht hier die Marktstände aufzubauen. Ach, wir müssen mal schauen, ob der Platz ausreicht. Hier haben wir auch noch Platz. Es soll so ein richtig schönes Assendorf werden. Hier haben wir ja gesagt, die Schenke. Hoffe ich, passt die dahin. Und wir wollen mal gucken, ob wir jetzt hier Lampe aufbauen können. Wir brauchen Leinengarn. So, Leinengarn. Müssen wir in die Nähstube, würde ich mal sagen. So, Spinnrad. Wollgarn können wir nichts machen. Wir haben noch Gewolle. Leinengarn. Haben wir keinen Flachshalm? Flachs. Aber wir brauchen Flachshalm. Okay, dann lass uns schnell noch in die Scheune gehen. Na du, alles okay? So. Scheune. Flachs. Da werden wir drum herum kommen, noch viel Flachs anzubauen. Dann. Damit verdient man das meiste Geld, würde ich mal sagen. So. Gut, Flachshalme bekommen wir. Und die Landwirtschaft steigt dann wieder hoch. So. Mal schauen, wie viele Lampen wir bauen können. So, vielen Dank. Wir gehen zurück in die Nähstube. So. Ja, wenn ich bloß wüsste, wo der Marktstand hinpasst. So, Spinnrad. 4 Stück. Wenn es jetzt ausreicht, können wir. Ja, und später vielleicht einen Haufen Leinengarn und Leinendinger herstellen. Dieses Leinenzeug. Das passt Leinenbänder oder so. Und dann geht's los. So, haben wir. Erledigt. Danke, Maschinchen. Und weg. Da gehst du schon in die Stube rein. Gut. So, hier haben wir eine Lampe. Dann würde ich mal sagen, wir fangen auf der anderen Seite auch mal mit Lampen an, ne? Genau, bevor da jemand runterfällt ins Wasser. Ja, machen wir das so. Du bist goldig, weil er Geräusche loslässt. Genau wie die zwei hier. Okay, lass uns mal erst dann hier an dem Haus anbauen. Schließlich sind wir die Chefs. Wenn die Chefin nicht los, bin ich der Chef. So. Die haben wir alle rechts gesetzt. Ne? Genau. Das heißt, wir müssen die hier. Gehst du weg, Pupsche? So, hier hin. Wunderschön. So, können wir noch eine setzen? Mal gucken wir noch mal. Ja, ich mag Straßendörfer. Die sollen richtig schön hier rein. Cool. So, wir kriegen hier relativ gutes Licht langsam rein. Hier haben wir schon. Okay, dann setzen wir hier. Hier ist es auch relativ dunkel immer. Gut. So oder so, wir müssen ja überall eine Lampe hinsetzen. Hammer. Kann man noch eine Lampe erstellen? Gut.
Zurück. Nee, das war's dann wohl. Okay. Ja, wir brauchen Schäfer. Oh Gott, haben wir noch viel zu machen. Was gibt denn das hier? Brauchen wir auch wieder Wolga, ne? Gut. Die können wir später austauschen. Aber wir haben noch ein Gewichtproblem. Wer hat das eigentlich nicht? Okay, das heißt, wir müssen gucken, dass man jetzt noch ein paar Häuselchen verbraten. Hier haben wir das Pferdchen schon aktiv. Was macht denn der davon? Ne? Oh, was machst du, Chefchen? Chefinchen? Du gehst spazieren, gut. Und was spazierst du? Ja, hier ist die Scheune zu weit weg, ne? Okay, was macht denn die überhaupt? Das ist die Blanka. Was ist denn die Blanka bei uns? Ich weiß es nicht auswendig. Wäre auch schlimm, wenn. Blanka ist Holzfällerin. Gut. Ah, da haben wir jetzt viel. Wir haben viel Holz. Okay, wir können ja schon lange daran denken, eine Palisade anzusetzen, aber ich hätte mal vor, zu überlegen, ob wir eventuell hier, das war so eine Idee, noch ein Feld ansetzen können. Quatsch, Feld. Da Landwirtschaft, Landwirtschaft, Landwirtschaft. Ein Feld. Was wäre dann die Frage, ob das zu weit weg ist von der Scheune. Nur gucken wir mal kurz her. Felder. Ja, das ist ja noch nicht fertig, ne? Das sieht nicht so aus, dass es ein Problem hat, ne? Okay, dann machen wir Folgendes. Das Feld ist jetzt wie breit? Das würde passen, ne? Ja. Passt. Okay, dann holen wir mal sechs hier. Oh, wir müssen Bub sprechen. Die junge Liebe geht weiter. Und da haben wir Säckchen dabei. Wir brauchen Säckchen. Gut, da brauchen wir Dünger. Dünger, Dünger, Dünger. 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 Vorstellen wir am Anfang Probleme hatten mit dem Dünger. Jetzt haben wir zu viel. So. Gut, dass wir nicht viel gegessen haben. Wir kommen hier bequem durch. So, dann mal gucken, ob man hier, wie das Feld aussieht. So, Säckchen haben wir auf Dach, also passt das schon. So, haben wir eine Hacke eigentlich dabei? Wahrscheinlich brauchen wir eine Hacke, ne? Toll, wir haben keine Hacke. Nö, haben wir nicht. Alle wieder runter. So, wir brauchen eine Hacke zum fertig machen halt, ne? So, Gewicht 1600, das ist schon wieder ein bisschen besser. Holzhacke, Holzhacke, haben wir eine, reicht uns ja. Ah, die können wir verkaufen nachher, super, bringt uns wieder Kohle. Wir haben ungefähr 8000 Geldeinheiten und Holzhacke machen wir auf die 2, erledigt. Und dann kreuschen hier, kommen wir wieder zum Tisch. Haben wir echt gut gemacht, hier finde ich. Die Wege sind sehr gut. Ja, da wird Mohn eingepflanzt, abgeholt. So, lass uns mal schauen, was man hier machen kann. Feld und Düngen. Ne? Halt ihr stehen. Schacke, ne? Genau, sowas. Schön auch kleine Felder bringen und ein bisschen was an Material. Genau. Das war's dann, würde ich mal sagen. So.
Und jetzt wollen wir mal gucken, was uns das Ding hier sagt. Düngen, 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 düngen wir mal. Gut. Wenn wir nicht so weit von der Scheune weg sind, dann ist es so, da können wir weniger Ertrag. Wir werden es überleben, ne? Habe ich eins vergessen? Ja. Da wollen wir gucken, was der Bub von uns will, unser kleiner Casanova. Vielleicht bekommen wir schon eine Schwiegertochter. Halt, weit. Der Bub wollte mit dem Mädchen Arm drücken. So ist er, die William. Wilhelm. So. Das sollte erledigt sein. So. Machen wir das Bild auch noch fertig. Hm? Brauchen wir gar nichts. Ne? Ach, die Hacke, die Hacke braucht ja zwei. Schön, wenn das noch klappen könnte. Drücken wir uns mit Daumen, dass es nicht so weit weg ist von der Freunde. Bitte, 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 bitte. Klasse. Das heißt, das Feld ist okay. Dann müsste man ja logischerweise auch noch hier einsetzen können. Ne? Wisst ihr was? Das machen wir. Wir gehen nochmal in die Landwirtschaft. Na ja, gut, das könnten auch die machen. Ne? Na komm, nicht mal außer vor. So, cool. Landwirtschaft und hier Feld. Okay, dann setzen wir hier wieder, genau wie da drüben, ne? So eine Verlängerung. Würde ich schon fast sagen. So, das heißt, hier drüber, dann auch das hier noch. Sind wir doch richtig? Ja, passt schon, ne? Ja, komm, das reicht. Das ist ein Feld 4x3. Alles gut. So. Dann tun wir hier auch noch ein kleines Feld machen. Na, wir können Hopfen ansetzen noch hier, ne? Na komm, lass uns mal Zeit. Wir haben ja noch Zeit. So, das heißt also hier wieder Hacke. So, eben mal ein bisschen ausgesetzt. Das ist richtig gut. Machen wir wieder einen Zaun drumherum und oh, herrlich. Damit wäre dieses Feld fertig. Na, haben wir genau wie hier hoch. Ne? Ja. Haben wir jetzt hier ein bisschen zu schmal gemacht. Ne? Ja, komm. Okay, wenn da ein Zaun hoch ist, nee. Wisst ihr was, wenn wir schon was machen, machen wir es richtig. Hammer. Und wir reißen das Feld ab. So. So, dann gehen wir wieder auf die Enz und gehen wir auch noch die Kuh. Ist ja nicht so dramatisch. Okay, so, dann fangen wir hier an. Ja, das wäre besser. So, und dann... Nibber. Genau so. Ja, das macht mehr Sinn, ne? Wir haben so schönes Dörfchen, dann soll das auch nicht irgendwo ungünstig werden. Habe ich hier die falsche Tasche gedrückt. Leid.
auch kleine Felder geben ist. Oder was hat? Oh, toll. Okay. Wir brauchen eine Hacke. Was haben wir jetzt für ein Problem da oben? Was ist denn der Dünger ist für die Bretter? Ach, die schleppen Bretter die ganze Zeit mit. Das können wir auch wieder zurückpacken. Kann man noch was? Die Stöcke, ne, die heben wir mal schnell auf. Die Steine rüber. Diese Dinger da lassen wir bei uns. Alles gut. So, wir brauchen noch eine Hacke. Holz können wir mit Holzstämme haben eigentlich mittlerweile. Ach, oh Gott. 147. Und ein bisschen viel, ne? Und wir sind schon wieder geruchsintensiv. Haben wir Waschbecken? Jo, haben wir. Immer super. Aber Waschbecken hört sich auch gut um. Waschbecken hört sich auch sehr gut an. So. Und dann gucken wir mal, was essen vielleicht noch. Der bringt uns nichts zu essen. Was bringt denn der eigentlich? Also zwei mehr. Okay, das ist eigentlich uninteressant. So, FD2. Wir dürfen nicht vergessen, er hat noch was zu essen. Wir dürfen nicht vergessen zu essen. Gut. Haben wir wieder poetische Leistung gebracht. So, weg damit. Die Bretter haben wir vorhin gemacht, weil unterwegs ist uns aufgefallen, dass wir keine Bretter mehr haben. Und wir müssen ja später ein Haus bauen. So, den Dünger. Quatsch, die 8. Na, willst du wohl? Feld. Ah, lass uns Dünger setzen. Ja, die anderen stellen jetzt den Dünger daher und ja gut, mit großen Feldern brauchen wir später auch größere Mengen an Dünger. Hoffe ich reiche das Säckchen noch aus. Das sieht gut aus. Müsste alles jetzt so gedüngt sein und dann wieder Felder machen. Hier bin ich richtig mitgezählt, aber waren das 5, 2, 3, das müssten dann 15 Felder sein. Ja, Hunger, wie es aussieht. Euch ist klar, dass wir dann halt auch wieder einen Zaun drumherum machen, ne? So. Damit wäre das alles erledigt. Okay, dann ziehen wir schon mal den Zaun da hoch. Zäune. Jetzt haben wir halt einen Stockzaun gemacht und haben wir einen normalen Zaun. Nö, eine ganz normale Zaun. Genau, warum haben wir dann einen Stockzaun vorhin gemacht? Hm? Keine Ahnung. Aber das müssen wir machen. So. Hier runter. Bis daher. Nochmal hier. So, nochmal auf. Und an der Stelle würde ich sagen, machen wir auch noch einen. Dann stimmt die Symmetrie einigermaßen. So, jetzt will ich mal gucken, ob wir vielleicht hier, dass wir hier noch den Weg durchziehen, ne? Dass wir da bis wieder genau einen Schotterweg machen, damit das nicht mehr so grün wird. So. Schon damit ein bisschen gehauen.
Gut, damit ist das auch erledigt. Okay, dann machen wir das hier auch noch schnell, ne? Oben haben wir keine Zäune. Da passt es schon. So haben wir. So, jetzt hier nochmal hoch. Wobei, jetzt setzen wir den Zaun, haben wir schon. Hier will er nicht anscheinend. Okay, dann gucken wir mal hier. Ah, hier steht der Zaun schon drin. Nee. Das müsste da gehen normalerweise, würde ich sagen. Ja. Das ist so richtig schön wird immer. So. Hat er jetzt das Feld weggemacht? Gut, dann ist es so. Das sieht so aus, ne? Ah, das ist ja gar nicht gut. Gut. Aber ich wollte mal gucken, ob er jetzt hier noch die Felder anerkennt. Jawohl. Die sind alle noch schön in der Nähe. Also ist das schon mal gut. Gut. Super. Verwaltung, was für ein Problem hat irgendjemand? Hier, die Häuser sind alle, alles gut. Hier haben wir in der Gewinnung, da, der hat ein Problem, die Jagd. Oh, bitte kein Stadt. Nö, alles okay. Und da ist nichts. Nö. Oh, Fischhütte haben wir keinen drin. Drei Stück, alles gut. Ja. Okay, das heißt, haben wir raus. Stöcke haben wir 46, dann machen wir das gerade noch fertig. Ja, genau. Haben wir dummerweise das Feld ein bisschen kaputt gemacht. Ja, moin. Dann bepflanzen wir das noch. Ja, der ist natürlich jetzt zu weit, ne? Okay. Dann soll man das weglassen. Noch nicht. Abreißen können wir es immer noch. So, das geht leider reicht es ganz aus. Dann wird das ein Höhenweg. Genau. So, wir brauchen noch ein paar Stücke. Ja, machen wir hier. Die Steine machen wir noch mit schnell. Ja. So, das ist schon mal fertig. Komm. So, erledigt. So, noch ein paar Äpfel. Stöcke. Äpfel, ja. So. Ja. Sind hier keine Stücke mehr da hinten. Ja, schon interessant, dass an verschiedenen Orten verschiedene Gegenstände in der höheren Quantität vorkommen. So, komm her damit. Komm. Ein bisschen wenig. Müssen im Endeffekt 20 haben, ne? Hat man gerade das nehmen wir mal in die Hand. Ja, damit mit der geht schneller. Das ist faszinierend. Wie schnell das geht, wenn man eine Hacke oder sowas in der Hand hat. Ja, so. Ja. Oh, Hammer, 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 Hammer. So. Fällt so. Thank you.
es fehlen noch ein paar. Noch genau 3, 5 Stück. Aber die werden wir auch noch finden. 1, 2, 3. Komm rein. 2 Stöcke. Ein Stein ist kein Stock. Gut erkannt, ne? So. Mit den Steinen. Brauchen wir noch 2 Stöcke, bitte, 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 bitte. Leute. Muss ich einen Baum umschlagen wegen 2 Stöcke? Das gibt's doch nicht. Gut, dann muss ich doch runterlaufen. Doch genug, ne? Hey, tu mal den Kopf nicht raushebe, du wutzt du. Da dünnen wir noch gerade mit. Also langsam. Na du Sau. Das hört sich so hart an. So, Futter ist gut, alles gut. Und nochmal gehupst. Und nochmal gehupst. So, das war hier. Erledigt. So, dann wollen wir mal gucken, was wir hier noch ansetzen. Was können wir noch pflanzen? Gucken wir mal kurz wieder ein Säckchen. Hafer, Herbst. Karotten, Winter, Sommers. Frühling, Sommer. Kohl, rote Beeten. Zwiebeln. Leinenglam, Frühling, Sommer, wisst ihr was? Egal. Wir pflanzen Leinen. Leinsamen. Und 6 wird austrocknen, nicht ausreichen. Naja, es geht schon wieder hoch. Die Holzstämme machen das meiste aus. Kalkstein auch. Oh gut, das geht noch. Kohlsamen haben wir noch. Lein. Leinsamen, komm. Raus damit. Und lass uns hupse. Okay, wir haben ein Problem, Essen und Trinken. Das müssen wir Priorität machen. Oder wir müssen Priorität setzen. Okay, erstmal was trinken. Das Sommer und jetzt weiß man es Gess. Ah, und schön schon mehr Lichter auf, ne? Oh, ein Tipp haben sie hergestellt. Aus irgendwelchen Gründen haben sie Probleme mit der Kohlsuppe herzustellen. Aber ein Tipp ist dabei. Äußerst interessant, würde ich mal sagen. Trockenfleisch, essen wir ein bisschen Trockenfleisch, müssen wir auch wieder was machen. Gut, Fleisch mit Essen müssen wir ein bisschen was tun, ne? Ja, da Fleisch können sie verarbeiten. Gut. Mahlzeit. So, Trockenfleisch. Würde ja gerne mehr essen, aber die Frau nicht gekocht hat. So, einen Topf essen wir nicht. Wir haben noch ein paar Cache. Und wir haben, ja komm, noch ein paar Trockenfleisch dazu, fertig. Bevor die Kirschen ganz kaputt gehen. So, die sind schon mal anscheinend ziemlich nahrhaft. So, na, euch gefällt das Licht, ja? Ja, sitzen sie alle schon ein bisschen rum. Ich erwähnte schon, dass das schön ist, hier durchzulaufen.
Wirklich? So. Und gehupst und gehupst. Ja. Nochmal hupsen. Dann kriegen wir noch ein bisschen mehr Leim. Leim. So, Leinsam. Der ist wo? Leinsam. Ja. Da gibt es Flachs. Ihr habt ja gesehen, wie schnell das Flachs wechselt, ne? Mal gespannt, ob dann auch das Feld, was wir kaputt gemacht haben, ja, sieht so aus. Ey, das ist ja cool, da wird auch das Feld zu einem Feld. Das ist ein Deutsch. Na, ich gehe nicht, aber oben haben wir es ein bisschen. Doch, geht am Rand rüber, das ist gut. Das heißt hier, das wächst trotzdem mit rüber, ne? Nein, nicht ganz, aber okay. Haben wir eins vergessen? Ja, hier. Und hier. Das hier ist belegt, das hier. Alles gut, dann machen wir hier auch noch Leinsamen rein. Haben wir nicht noch mehr? Sechs Schilder. Ja. Ein einfaches Säckchen war das gewesen. Wunderschön. Auf die 8. Genau. Die auf die 8. Und noch mal schnell hoch, bevor es ganz dunkel wird. Wird eine sehr schöne Ernte nächstes Jahr. So. Das war, ja. Genau, hier. Gut, Leinsam haben wir noch genug, das ist okay. Noch einen Tag und dann haben wir schon wieder Spieltag, haben wir noch mal wieder Herbst. Le Herbst. Sind jetzt alle belegt? Ja, sieht so aus, ne? Ja, jetzt sieht doch gar nicht mehr so schlimm aus. Lass uns mal die Verwaltung gucken. Das hier ist okay. Wächst so. Das heißt also, hier haben wir Leinsamen. Lachs. Und hier haben wir auch Flach, das war das Feld 10. Mal hier noch, das ist, oh ja, okay, auch hier. Flachs haben wir. Okay, Haber ist auch noch in der Mache. Okay, dann könnten wir uns langsam wieder Richtung Bett begeben. Und unsere Nacht mit der angetrauten Frau verbringen. Dünger rüber, dumm rüber. Die Federn rüber, die eine, die Steine. Und das haben wir zu essen, alles gut. In den Leinsamen auch rüber. Wir werden uns jetzt ins Bett begeben. Und in der nächsten Folge werden wir wieder ein neues Haus aufbauen. Ah, da brauchen wir noch Licht.
wie es aussieht. Na gut, dann schauen wir vielleicht, dass wir mal die Lampen bauen können. Laternen bauen können, dass wir vielleicht hier. Gut, schauen wir, wenn es soweit ist. Erst will ich den Marktstand haben. Darauf freue ich mich. So, mein Schatz, ich bin wieder da. Ich möchte mit dir, ich möchte ins Bett. So, dann war es das für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Mal schauen, im Moment sehe ich nur schwarz. Das ist gar nicht gut. Mal gucken, was jetzt noch alles passiert. So, vielen Dank und bis bald.